Red City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Willkommen zu einem weiteren legendär-epischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Cyberpunk 2077. Ein Spiel, auf das wir alle ewig gewartet haben. Ein Spiel, das derzeit einen ultimativen Hype genießt. Und ein Spiel, ein Projekt, das mein Kanal auf eine neue Qualitätsebene heben wird. Und zwar habe ich die Kommentare gelesen, dass die Leute geschrieben haben, wann kommen endlich die 60 Frames, wann wird die Videoqualität endlich besser, höhere Auflösung. Und all dies beginnt jetzt mit diesem Spiel hier. Wir starten heute gemeinsam vorm Release. Ich bin unglaublich gespannt und morgen zum Release geht es dann richtig los. Neuer Rechner, coole Events, ihr könnt Collectors Editions gewinnen für die PlayStation, für die Xbox, für den PC. Ich habe sehr, sehr viele coole Sachen bekommen. Die starten allerdings erst morgen. Heute allerdings könnt ihr trotzdem schon was gewinnen und zwar dreimal den Key für den Epic Store. Also für den PC könnt ihr direkt morgen einlösen und loslegen zum Start von Cyberpunk 2077. Das Gewinnspiel geht nämlich nur bis heute 0 Uhr. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Schon seid ihr dabei. Ich werde dann morgen früh die Leute anschreiben. Key wird rübergeschickt. Ihr könnt loslegen und habt das Spiel dann sozusagen kostenlos für den PC bekommen. Und morgen gibt es dann alle Infos zu den Collectors Editions. Jetzt starten wir mit der ersten Folge. Ich bin unglaublich gehypt. Ich habe genug gequatscht. Auf geht's. Wir spielen natürlich erstmal hier auf Normal. Und jetzt müssen wir uns hier einen Charakter erstellen. Aber wir brauchen natürlich erstmal einen Lebensweg. Nomad. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch seine Vorteile, einem Nomad-Clan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Dann haben wir hier Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Und Konzerner. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht. Nur Gewinner und Verlierer. Klingen alle drei sehr, sehr geil, aber ich glaube, ich bin eher so das Straßenkind, wie im echten Leben. Street Kid. Männlein oder Weiblein, ich nehme Dude. Und ich mag eigentlich hier den Standard-Style. Ich finde, der sieht einfach irgendwie am coolsten aus. Wir können mal ein bisschen reingucken. So, meine Hautfarbe mache ich hier ein kleines bisschen anders. Der Hauttyp, da wechsle ich mal auf die 4. Ich bin ein junger, gepflegter Mann. Dann haben wir hier jede Menge Frisuren. Oh, das finde ich eigentlich ziemlich nice. So einen Haarschnitt habe ich auch gerne mal im echten Leben, auch wenn ich im Moment gar keine Haare habe. Dann machen wir hier. Ja. Das wäre auch meine Haarfarbe im echten Leben. Augen. Augen finde ich eigentlich die auch ziemlich nice, aber ich bin so ein Fan von exotischen Augenfarben. Also wenn ich ihn so ein bisschen nach mir bauen müsste, ich habe blaue Augen. Blau, grau, grün, Mix, je nachdem, wie das Licht so einfällt. Aber ich finde auch hier so rote Augen irgendwie cool. Ich glaube, ich nehme rote Augen. Ja, können wir so lassen. Die Farbe können wir so lassen. Die Nase. Oh, nee. Och, nö. Auch nicht. Die ist aber süß. Hm. Na, ich glaube, ich nehme sogar die 5.
Der Mund finde ich eigentlich auch so ganz gut. 21 Münder haben wir hier zur Auswahl. Ah, ich weiß nicht, die Nase gefällt mir doch nicht von der Seite. Ich habe nicht so einen Huppel. Gott, hier kannst du so viel wählen. Oh, das kommt ungefähr hin. Der Mund kommt auch ungefähr hin. Kiefer. Mal gucken, was hier alles abgeht. Nee. Ah, warte mal, der hier. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal näher dran. Nein. Ich habe halt ein viel längeres Kinn. Wenn ich jetzt hier mich so ein bisschen nachbauen soll. Sag mal den. Okay, sieht kein bisschen aus wie ich, aber na gut, nehmen wir. So, was haben wir hier? Die Haarfarbe. Habe ich schon gewählt? Ach, ich bin wieder oben. Stimme kann ich auch verändern. Maskulin und alles. Boah, hier kannst du richtig viel anpassen. Mund, Kiefer, Ohren lassen wir so. Bartstil. Warte mal, Bart. Nee, Vollbart nicht. Auch nicht. Ah, so. Die 9 ist ganz gut. Bartstil lassen wir auch so. Die Farbe. So. Dann haben wir hier Cyberware. Das ist das, was durch unser Gesicht durchläuft. Können wir ausmachen. Ich finde das irgendwie cool. Gefällt mir irgendwie ganz gut. Ich glaube, ich nehme die 5. Narben. Ja, so ein bisschen Narben noch rein. Tattoos im Gesicht. Nee. Alter, die Zähne können wir auch anpassen. Hier geht ja wirklich alles. Aber die lassen wir ganz normal. Make-up, nein. Schönheitsfehler. Nein, ich bin ein hübscher Mensch. Kurze Nägel. Brustwarzen. Ich habe keine Brustwarzen. Nee, ich will welche haben. Irgendwie komisch. Tattoos. Im echten Leben besitze ich keine Tattoos. Und die gefallen mir auch nicht so gut. Narben, nein. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier noch Skillpunkte. Attributpunkte. Konstitution. Deine Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft. Sie ermöglicht es, dir Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3. Okay. Intelligenz. Deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als Netrunner. Jedes Level von Intelligenz bedeutet... Aha. Reflexe. Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Sie erhöhen nicht nur dein allgemeines Bewegungstempo, sondern jedes Level Reflexe bedeutet auch passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen wird um 1% erhöht. Kritische Trefferchance wird um 1% erhöht. Schaden. Okay. Dann haben wir hier Technik. Deine Technikfähigkeiten bestimmen deine technisches Können. Sie erlaubt es, dir Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5%. Das wäre ganz gut. Und Coolness. Coolness. Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität um Stealth-Modus. Jedes Level Coolness bedeutet kritischer Schaden, Resistenz und so weiter und so fort. Ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus, aber ich denke mal, wir können uns auch nicht so verskillen, dass es vorbei ist. Darum... mache ich mal hier ein bisschen was rein und jeweils hier noch so ein bisschen. Wir machen so eine kleine Mischung. So, das ist unser Charakter, ein Straßenkind. Auf geht's! Hier, als Schmerzmittel. Oh Mann, ich sehe verdammt fertig aus, aber auch verdammt gut. Alles klar, runter damit. Oh, das brennt. Ach, dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermano?
So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, das tot ernst, hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie? Ich red mit Kirk, aber dann schuldest du mir was. Okay, willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereit bist, ein erfahrener Edgerunner bist, kannst du dir an... Okay. Wir brauchen Tutorial. Wir brauchen Tutorial. Echt? Ja, ja, Bruder. Na, Lady? Du siehst ziemlich abgenutzt aus. Prolog! Aber ich sag ihm, es tut dir leid und du willst Frieden schließen. Okay, wir sind in irgendeiner ranzigen Spelunke. Hey, wo ist der Rest? Scheiße. Das sieht aber schon ziemlich geil aus. Bei der letzten Lieferung haben zwei Flaschen Sensor gefehlt. Was? Nein, nein, das kann nicht sein. Ey, wenn mein Freund hier sagt, es haben zwei Flaschen gefehlt, ja, Amigo? Dann haben zwei Flaschen gefehlt. Ich bin beschissen. Muss den Pegel halten. Ja, ja, bin schon dabei. Selber, hey. Ja, immer schön saufen. Immer reinschütten mit dem Benzin. Javi hat ein paar gebrochene Rippen, aber Gott sei Dank hat die Kugel keine Organe getroffen. Oh, was ist passiert? Polizeifahndung. Die haben irgendwelche Dealer gejagt. Fängt mit den Falschen ab, hä? Er war nur zufällig dort. Stand einfach nur rum, klar? Die NCPD-Schweine haben auf alle geschossen. Er dealt nicht. Nie im Leben. Sein einziges Verbrechen ist, dass er nicht weiß ist. Tja. Bist du Kirk? Hey Kirk. Können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los. Was willst du? Hör zu. Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Du kriegst keinen Ärger oder einen Gefallen. Will ich direkt auf dicke Hose machen? Ah, komm. Das ist ziemlich eilig. Ich weiß, nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Was soll denn das sein, ha? Huh? Irgendeine neue Schleuder? Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Ich klaue nicht. Und selbst wenn, würde so ein Coup meine Fähigkeiten leider ein wenig übersteigen. Das Gute ist, als unberührte Autodiebjungfrau musst du dich um die Planung hier nicht kümmern. Hab alles schon geregelt. Ganz simpel.
Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Peoples Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend, ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard und das Auto rollen und das mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Hals- und Beinbruch. Oh, verdammt. Ja, klar, Kirk. Wo wurde ich da denn bitte schon wieder reingezogen? Nicht euer Ernst, Freunde. Nicht euer verdammter Ernst. Und schon bin ich ein Autodieb. Night City. Wir sind ein kleines Straßenkind. Ich kann ihm Geld geben? Kumpel, ich habe selber kein Geld. Meine Finanzen sehen schwach aus. Wird seine Kinder verschlängen. Alles klar. Und die meisten hier sind wahrscheinlich geisteskrank. Durch die ganze Chemie. So, Kumpel. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Haywood Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Nette Werbung da hinten. Wirklich, verdammt nette Werbung. Oh, hey, dankeschön. Was für ein Service. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeig euch, wo ihr halten müsst. Du hast ihn gehört, Marcus. Na dann, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Ach ja, ne? Mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also, lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War es aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Ich meine, noch schlimmer als hier kann es doch wohl kaum sein, oder? Verdammter Sumpf. Night City, die Stadt, in der die Sonne niemals aufgeht. Zumindest nicht für Typen wie mich. Hey. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Nein. Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi? Wie lautet deine Antwort? Noch ein verdammtes Wort.
Halt dich da raus. Ich kenne dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na, sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Elende Pussy. Marcus hätte ihn wahrscheinlich in der Mitte durchgerissen. Na, alter Mann, beeindruckt? So regel ich das. Ich bin knallhart. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Wird er das? Oder schwindet deine Macht? Halt hier an. Gleich hier. Ich spring einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer? Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Geh mit Gott. Uiuiuiuiui. Ja, ich kam von da oben runtergesprungen, schwarzer Jesus. Geil, Mann. Oh, bloody. Was ist denn los? Der Kollege regt sich aber ganz schön auf. So, bin ich hier richtig, um eine sauteure Karre zu klauen? Die Parkebene. Wie? Lagebericht. Bin angekommen. Suche jetzt einen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Hier drüben gibt's Instafood. Der leckere Snack für Jung und Alt. Instafood. Wow, das schmeckt aber gut. Ja. Nicht schlecht. Rick? Bist du Rick? Bist du Rick? Ja. Yep. Schick Kirk dich. Ja. Yep. Ja. Yep. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Alles klar, Bro. Dankeschön. 20 Minuten, um die heißeste Karre der Stadt zu klauen. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, mal sehen, aber... ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Jesus! Echter okay. Ray Field. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Was zum... Aussteigen. Okay. So, cool bleiben. Nichts Persönliches, Kumpel. Nur Geschäft. Der Ray Field gehört mir. Oh, nie von Gaunerehre gehört? Wer's findet, dem gehört's. Ich war zuerst hier. Hey, gibt zwei Arten, das zu regeln. Die nette oder die abgefuckte Tour. Beide haben dasselbe Ergebnis. Ich nehme das Auto mit. Was machst du? Chingados. What the hell? Keine Bewegung! Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn du dahin, wo ich sie sehen kann, schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort. Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Na los, wird's bald. Ich warte. Ah ja, deine mir aber nicht.
Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Zunge verschluckt. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest und buchte euch ein. Gratis-Urlaub. Komm schon, Stinks. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze in Melbotte. Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe, gewöhnlicher Straßendreck. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Ihr habt ihn gehört. Fuck. Au. Oh, fuck. Geht's mein Bein gut? Okay, Beine sind noch dran. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Mann, ich auch nicht. Stinz hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja, naja. Und dass er aus Haywood ist. Wie wir. Ach, wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Nee, war alles meine Schuld. Warte, was? Die Bullen waren nicht zufällig da. Meine Tech muss den Alarm ausgelöst haben. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm, ich bin am Verhungern. Dann mal los, ich sterbe vor Hunger. Und schon habe ich einen neuen besten Freund. Ich sag ja, die Straßenkinder. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt. Liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge. Aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof.
Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City, der Stadt der Träume. Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Ihr wimmelt bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Wo hast du den? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie's besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Klar, kann nicht schaden. Okay. Einfach im Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Alles klar. Es gibt sogar eine Beurteilung? Oh Gott, nein. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Du Made! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Geht so. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Alright, hab ich eine Knarre? Alles klar, hier drüben kriege ich eine. Einfach drauf schießen oder? Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Okay. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? So, okay, mit der Steuerung muss ich erst ein bisschen reinkommen. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! In Deckung gehen mit B. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Reanimator. Her damit. Ich bin wieder komplett frisch in der Birne. Zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Okay, die Waffe verzieht halt übelst brutal. Und ich spiele mal wieder mit dem guten alten Controller. Na, mein Hübscher. Oh, komm, du hast noch ein bisschen Lebensenergie. Kann er hier durchschießen? Super Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay, Hacken noch nie gemacht, aber LB. Können wir hier hin? So, was haben wir hier? Das hier. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Alles klar. Moment. Hacking Daten. Bildschirm ein. Ja, warte. Wie ausführen? Ach so. Ablenkungsmanöver. Ah, okay. Wie gesagt, ich muss erstmal ein bisschen lernen.
So. Konzernrot. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Ah, er hat mich gesehen. Okay. Konzentrier dich. Okay. Können wir nochmal? Danke. Also, jetzt weiß ich auch, wie das Hacken genau funktioniert. Ja, ja, ich habe das jetzt drauf, Baby. Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernort. Stil vor Substanz. Gut. Kann ich mich hier schön anschleichen? Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalt ihn Und aus. Und erledigen. Wir können sogar wählen, tödlich oder nicht tödlich. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay, was haben wir hier? Ein Container. Einen Container. Wegwerfen. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Nice. Ich glaube, das Morden haben wir drauf. Bist du bereit, den Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Okay, warte, in Echtzeit hacken. Ah, jetzt habe ich die Kamera übernommen. So. Okay, wie funktioniert das? Zum Hochladen des Eisbrecher Demons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Codematrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Okay, warte. Wie wähle ich denn jetzt was aus? Code auswählen. Muss ich jetzt das da unten sozusagen... Ah, okay. B. Das hier. Das hier. Das hier. Ah. Zünde die Granate. Okay, Moment, jetzt kann ich eine Granate zünden. Also ich merke schon, das wird alles relativ komplex. Achtung. Oh, shit, die Granate, yo. Krass. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Wuff, wuff. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Okay. Ja, keine Tipps, keine zweiten Chancen. Brauchst du eine Einladung? Ich bin raus. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Sehen wir es durch. Also das Wichtigste wissen wir schon mal. Zum Aufzug. Hier lang. Aber wie das Ganze weitergeht, erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Also lasst eine Bewertung da. Ach, ich will weiterspielen, verdammt. Aber die Folge. Okay, noch ein kleines bisschen. Okay, noch ein ganz kleines bisschen. Ein winzig kleines bisschen noch. Denkt ans Gewinnspiel, denkt daran zu bewerten. Läuft nur heute und morgen geht's dann richtig ab. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Naja, wo sie recht hat. Okay, noch ziehen wir mal nicht die Waffe. Wir bleiben alle ganz ruhig und alle entspannt und alle cool. Du da. Apartment 1237. Bleib cool. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht.
hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Hopp, hopp, hopp. Rein mit ihnen. Versuch, die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Ich versuch's. So, hier Tür. Zack. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich damit irgendwas machen? Interessante Beute. Okay, so können wir uns also komplett umsehen. Moment, hier ist Beute. Ich nehme alles mit, Alter. Ich mache hier die Taschen voll. Man lebt nur einmal, mein Freund. Was ist das hier? Ablenkungsmanöver. Oh, holy. Was zur Hölle läuft hier? Ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec-Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Oh, shit, Mann. Nachricht lesen. Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass man das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hatte sie nur die billigen Traumateam-Versicherungen gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahre 2020 bestand weitgehend Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für ein Traumateam-Versicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative, dachten wir. Bullshit. Okay, das ist ziemlich viel. Aber ja, im Grunde ist das doch heute auch so. Ich zahle ein Vermögen für meine Krankenversicherung. Und ich nutze sie eigentlich... Achtung! Banderos vor uns! Erledigt ihn leise wie... Ich gehe eigentlich nie zum Arzt. Jetzt schon vorsichtig. Na, Kumpel. Na, komm. Ich schenke das Leben. Brudi. Nicht übel. Hätte ich nicht besser hingekriegt. Okay, was haben wir hier so alles? Irgendwas zum Mopsen. Hier drüben ist noch was. Was ist das hier? Leiche. Der Feind schläft nicht. Hier sind verdammt viele Leichen, mein Freund. Und... Folie. Sehr viel Folie. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Hier verstecken. Okay, der bewegt sich. Die können dich sehen. Ja. Bin ich hier versteckt? Ich habe keine Ahnung. Wir Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Übernimm den da. Bei dir. Holen wir sie uns. Suerte. Ich übernehme den. Sehr gut. Sehr gut, Koppel. Alles ausgelockt. Aber da kommen sicher noch mehr. Los, beeil dich. Bin genau hinter dir. Gute Nacht, mein Freund. Boah, die Musik geht ja richtig steil. Schalten? Scheint nicht. Alles klar, ich hole mir den hier. Cabron. Komm schon. Hast du ihn? Okay, hier drüben ist noch einer. Dude. Lass uns hier lang. Einfach hier durch.
Okay, der sieht mich. Der Dude sieht mich. Irgendwelche Vorschläge? Warte mal, kann ich ihn hacken? Wie? Die können dich sehen. Ja. Ja. Okay, er bewegt sich. Bleib genau so, Kumpel. Dreh dich jetzt ja nicht um. Alles ist perfekt. Für einen Genickbruch. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist frei. Scheiße. Zum Top. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Saubere Nummer. So, ich will noch looten. Noch irgendwas Spannendes hier? Gib mir Deckung, wie? Wieso? Was ist denn los? Oh, ich dachte nicht, dass wir so leise sein können. What? Was hat er denn eben gerade getrieben? Nicht meine Lieblingsmethode, aber mal was Neues. Euro-Dollar. Die guten alten Euro-Dollar. Oh, endlich mal ein bisschen frische Luft. Da drin mieft's aber ganz schön kräftig, heftig. Parfüm. Okay, wir sammeln unendlich viel Krempel ein. Neues Item. So eine verfickte Scheiße. Oh, snap, Alter. Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das schließe sieht an. Nicht gut aus. Sandra Dorsett. NC570442. Trauma-Team Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorplodger-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Oh, fuck! Herzstillstand! Wie? Sag mir, was da los Jackie, ist. Jackie, Air-Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es, ey! Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen. Alright. Ja, wir haben leider keine Nacktheit wegen YouTube. Sonst könnten die Videos gesperrt werden, ne? Also, tut mir leid. Die Zeiten sind mittlerweile so streng, ich kann da nichts mehr machen. Ich hätte es natürlich gerne mit voller Nacktheit. Ihr kennt mich. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Aber das ist nicht drin. Moin, Traumateam. Patienten auf den Boden legen. Kann ich sie hier reinlegen? Fünf Schritte zurück, jetzt! Ich hätte auch lieber eine nackte Sandra gerettet. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin, 110 Norepinephrin, 800 Fibrin. Tja, die Sanitäter von morgen, Freunde. Das gute alte Traumateam. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich kling mich aus. Wir sehen uns bald. Einfach den Dude da wegtreten. Hör zu, Mano. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen beugen? Hm. Ich bin bei einem Date mit Misty und... Komm schon. Ich will den Uber nehmen.
Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Und ich habe hier noch ein bisschen gelootet, ne? Weißt du Bescheid, mein Freund? Weißt du Bescheid? Tja, dann sind wir hier wohl du fein raus. Mir den Arsch weh. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wo haben wir sie denn? Hier oben. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. Sowas doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Alles klar, Bruder. Dann würde ich mal sagen, here we go. Gib mal Gummi. Und hol uns hier raus. Kann ich eigentlich den Radiosender verändern? Night City ist einfach geil. Oh, geht so. Nur größer. Nein, Manu. Nicht wie jede andere. Morgan Blackhand. Andrew Wayland. Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Wenn du das sagst, Kumpel. Wenn du das sagst. Ich bin nicht am Verhungern. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Chicago. Wie das gefällt mir nicht. Kein bisschen. Okay, was haben wir hier? Fahrzeugkämpfe. Waffe ziehen, Waffe wegstecken und wieder setzen. Zweimal schnell. Alright. Aus der Butter. Jetzt fahr schon, Jackie! Alter, volles Programm. Kann ich! Halt ihn ruhiger! Boah, wie wir noch über die Leiche fahren, ne? Heftig. Sehr, sehr heftig. Muss einfach nur den Fahrer killen. Komm, gib ein bisschen Gas. Alter, frisst ihr überhaupt meine Kugel? Problem gelöst. Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, wie. Schon okay, das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Okay, wer zum Geier waren die? Lassen wir das einfach so im Raum stehen? Stadt aussieht. Geil, ne? Nikola. Verdammt. Verrammeln nicht alles. Kommen wir hier raus? Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme.
Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh hier an. Kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch. Aber sie sind die Letzten. Oh, wir sind die Letzten. Okay, dann mal los. Danke. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Offizier. Bussi, Bussi. Ob ich auch so einen Roboter hätte übernehmen können? Oder so ein Exo oder was auch immer das war? Sowas. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Also bis jetzt macht das irgendwie ultra Bock. Ich habe nur ein bisschen Sorge wegen der Musik, weil ich habe eigentlich Lizenzmusik deaktiviert. Schauen wir mal. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Nicht unser Problem, Kumpel. Nicht unser Problem. Sieht echt wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Solange sie uns nicht fressen, alles gut. Alles gut. Okay, da wären wir, ha? Gut, Freunde. Jetzt aber ist die Folge wirklich vorbei. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, luego. Jetzt aber ist es wirklich vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewertung da lassen, morgen unbedingt einschalten für alle Infos. Dann geht's erst richtig rund. Dankeschön. Denkt ans Gewinnspiel und tschüss!